Der Tod von Franz Beckenbauer hat eine große Lücke in den Herzen der Fußballfans auf der ganzen Welt hinterlassen. Seine Beerdigung fand voller Trauer und Trauer statt, während Millionen von Fans zusammenkamen, um eine der großen Legenden des Weltfußballs zu verabschieden. Franz Anton Beckenbauer ist nicht nur ein hervorragender Spieler, sondern auch ein berühmter deutscher Fußballtrainer und Funktionär. Seine Präsidentschaft beim FC Bayern München von 1994 bis 2009 zeigt seinen großen Beitrag für den Verein. Er übernahm auch eine wichtige Rolle als Vorsitzender des Organisationskomitees der Fußballweltmeisterschaft 2006, ein Ereignis, das Deutschland Ehre und Stolz einbrachte. Seine Erfolge im Fußballbereich haben nicht nur seinen Namen in die Geschichte des FC Bayern München eingetragen, sondern sind auch der Stolz der gesamten deutschen Fußballindustrie. Franz Beckenbauer ist nicht nur eine wichtige Persönlichkeit im Fußball, sondern auch ein Mann mit sehr klaren Werten und Prinzipien. Er stammte aus einer einfachen Familie und lernte viel von seiner Mutter Antoni Beckenbauer, die ihn und seinen Bruder Walter selbst großzog. Durch Bildung und christliche Erziehung prägte er seine Persönlichkeit aus guten und moralischen Werten. Das Leben von Franz Beckenbauer war nicht nur voller Erfolg und Ruhm, sondern auch voller Skandale und Schwierigkeiten. Diese Herausforderungen machten ihn stärker und widerstandsfähiger und halfen ihm, alle Schwierigkeiten in seiner Karriere und seinem Privatleben zu überwinden. Mit dem Tod von Franz Beckenbauer verlor der Weltfußball eine Legende und die Fans eine Ikone. Aber seine Erinnerung wird immer in den Herzen derjenigen bleiben, die Fußball lieben und einen Mann mit großem Einfluss wie ihn respektieren. Franz Beckenbauer ist mit seinen Beiträgen nicht nur ein hervorragender Spieler, sondern auch ein talentierter Manager und Anführer. Seine Rolle bei der Organisation der Weltmeisterschaft 2006 und als Präsident des FC Bayern München bewies herausragende Managementfähigkeiten und trug dazu bei, die Mannschaft und den deutschen Fußball auf ein neues Niveau zu bringen. Die Beerdigung von Franz Beckenbauer zog Millionen Fans aus aller Welt an. Diese große Präsenz ist ein Beweis für seinen großen Einfluss in der Fußballgemeinschaft und darüber hinaus in der deutschen Gesellschaft. Das Beileid und die Tränen der Fans waren nicht nur Trauer über den Verlust eines Fußballstars, sondern auch tiefe Zuneigung und Respekt für eine großartige Figur. Beckenbauers Leben, vom Fußballstudium beim SC 1906 München bis zu den Erfolgen und Herausforderungen seiner Karriere, war eine Reise voller Dornen und Schwankungen. Die Unterstützung und Ausbildung seiner Mutter Antoni Beckenbauer halfen ihm, seinen Charakter und seine Geduld im Leben und in der Karriere zu formen. Obwohl sein Leben von Skandalen und Schwierigkeiten geprägt war, war dieser Schmerz für ihn auch eine Quelle der Ermutigung, aufzustehen und zu überwinden. Franz Beckenbauer hat nicht nur im Fußball ein großes Erbe hinterlassen, sondern war auch ein Symbol für Beharrlichkeit, Ethik und Verbundenheit mit menschlichen Werten. Wer Franz Beckenbauer und den Fußball liebt, wird ihn immer als herausragendes Vorbild und Führungspersönlichkeit in Erinnerung behalten, der den deutschen Fußball zu Ruhm geführt hat. Irgendwie hat er dazu beigetragen, Fußball zu einem wichtigen und unverzichtbaren Teil der deutschen und weltweiten Kultur zu machen. Franz Beckenbauer ist auch als engagierter und begeisterter Mensch in Erinnerung geblieben. Sein Amt als Ehrenpräsident des FC Bayern München seit 2009 und seine Rolle als Vorsitzender des WM-Organisationskomitees 2006 sind nur ein kleiner Teil seiner langen und abwechslungsreichen Karriere. Beckenbauer ist nicht nur ein berühmter Fußballspieler und Manager, sondern auch führend in internationalen Organisationen wie der FIFA und dem DFB und trägt zur Entwicklung und Verbesserung des Fußballs auf der ganzen Welt bei. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für den Erfolg der Weltmeisterschaft 2006 und hat dazu beigetragen, dass Deutschland zum idealen Ziel für internationale Fußballveranstaltungen wurde.
Wenn wir auf Beckenbauers Leben zurückblicken, erkennen wir seine Vielschichtigkeit und Komplexität. Von seiner Kindheit in München über die Wendepunkte seiner Spieler- und Managerkarriere bis hin zu seinen internationalen Führungsaufgaben war sein Leben eine Reise voller Erinnerungen und Vorträge. Auf die eine oder andere Weise ist Franz Beckenbauer zu einem großen Symbol des Weltfußballs und einem wichtigen Teil der deutschen Fußballgeschichte geworden. Sein Tod hinterließ eine unfüllbare Lücke in den Herzen derer, die ihn liebten, und in den Herzen der globalen Fußballgemeinschaft. Aber durch Erinnerungen und Ehrungen werden die Seele und das Talent von Franz Beckenbauer weiterleben und als Inspiration für neue Generationen und Fußballbegeisterte dienen. Das Leben und die Karriere von Franz Beckenbauer ist nicht nur eine Geschichte über Fußball, sondern auch ein Bild eines Menschen voller Menschlichkeit und Mitgefühl. Hinter seinem kalten Äußeren auf dem Spielfeld verbirgt sich ein Mann mit Verantwortung und Engagement für die Gemeinschaft. Plus eins, ich habe das PI rausgenommen. Mal und so weiter. Mal P. K ist gleich Q1 mal Q2 mal, ich habe das QJ rausgenommen, also gibt es noch ein QJ minus 1 und ein QJ plus 1. Mal bis QL. Ich könnte also mein N durch diesen kleinen gleichen Primfaktor teilen und würde eine Zahl rauskriegen, die zwei unterschiedliche Primfaktorzerlegungen hätte, die aber kleiner wäre als N. Das kann aber nicht sein, weil ich habe ja gesagt, N ist die kleinste Primzahl, die kleinste natürliche Zahl mit zwei Primfaktorzerlegungen. Nochmal, wenn N die kleinste natürliche Zahl ist mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen, dann können hier keine zwei Primfaktoren gleich sein. Wären sie das, könnte ich N durch diese Primfaktoren jeweils teilen und würde eine Restprimfaktorzerlegung jeweils erhalten. Und das, was rauskommt, ist kleiner als N und hat zwei unterschiedliche Primfaktorzerlegungen. Das geht aber nicht, weil ich habe ja gesagt, N ist die kleinste Zahl mit zwei verschiedenen Primfaktorzerlegungen. Also folgt daraus, die Primfaktorzerlegung PE und QJ müssen alle unterschiedlich sein. Ja. Wenn ich schreiben würde, gute Frage, warum schreibt man paarweise und nicht alle? Wenn ich sagen würde, die Ps und die Qs sind verschieden, könnte ich auch meinen, die unterscheiden sich mindestens durch 1. Ich will aber, dass sie paarweise verschieden sind. Ich nehme irgendeins hier raus und irgendeins da, die ist unterschiedlich. Und ich kann mir irgendein anderes sehen, wieder eins und auch unterschiedlich. Das heißt, es gibt keine gleichen hier in der einen oder anderen Zerlegung. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. Ich weiß, die sind verschieden, die PIs und die QIs. Also unterscheiden sich auch P1 und Q1. Es unterscheiden sich auch P1 und Q1. Und jetzt ist also eins von beiden kleiner. Entweder ist es P1 kleiner oder es Q1. Und da sagt man, kann man mal Folgendes machen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, ganz wichtige Abkürzung, nehmen wir an, P1 kleiner Q1. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir mal an, dass P1 kleiner ist als Q1. Es könnte auch sein, dass Q1 kleiner ist als P1, aber dann bezeichnen Sie einfach diese als P und die anderen als Q.